Hallo zusammen, ich möchte heute mal ein bisschen über das Gute und das Böse reden und warum wir das immer so strikt trennen und was eigentlich dazu führt, dass die Menschen gut sind und was sie in das Böse zwingt. Und das ist sehr interessant und ich bin auf das Thema gekommen, als ich letztens wieder ein YouTube-Video gesehen habe, das wurde mir einfach vorgeschlagen oder ich habe es in irgendeinem Messenger gesehen, in irgendeiner Gruppe und es war ein Tiervideo. Ja, also diese beliebten Tiervideos. Aber dieses Video hatte irgendwie in mir etwas ausgelöst, beziehungsweise mich zum Nachdenken gebracht. Und ich möchte das Video, das sind nur 15 Sekunden, jetzt mal kurz anschauen. Los geht's. Ja, also was hat man da gesehen? Man hat eine Katze und einen Hund gesehen, die haben einen Goldfisch gerettet. Ja, also normalerweise, ich meine, eine Katze verschmäht normalerweise einen Goldfisch nicht unbedingt. Und ein Hund, ja, dass der versteht, dass dieser Goldfisch ins Wasser muss, ist schon sehr erstaunlich. Also da sind wir auch sogar schon auf der Ebene, wie intelligent sind denn Tiere und wie sehr verbunden mit dem Leben sind sie überhaupt. Aber ich möchte auf das Gute und auf das Böse zurückkommen. Diese Tiere, die haben gerade etwas Gutes gemacht, etwas sehr Rührendes. Und überlegt mal, ist dieser Hund und diese Katze, sind die komisch und psychisch gestört oder wirken die eher gesund, psychisch gesund und einfühlsam und in Ordnung? Und mein Gefühl sagt mir, dass dieser Hund und diese Katze, dass die sehr in Ordnung sind, dass die etwas Natürlichem folgen, einem natürlichen Impuls, dass sie nicht unter Druck stehen und deshalb völlig ohne Druck Gutes tun wollen, ja, und nicht irgendwie manipuliert sind. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Das ist die tiefgründigere Message aus diesem Video sozusagen. Und ich möchte deswegen über das Gute im Mensch reden, der aber das Schlechte trotzdem akzeptiert. Denn Menschen sind nicht nur Instinkt, gefühlsgesteuert, ich würde jetzt mal gefühlsgesteuert sagen, wie Tiere, sondern Menschen können durch ihr Gehirn dann doch sehr viel reininterpretieren in Dinge. Und sich sehr schnell abschneiden lassen von allem Natürlichen und sich viel Druck machen, also Druck machen, der gar nicht direkt da ist, ja, die lassen sich sehr leicht vom Hier und Jetzt wegziehen und dadurch kommt das Böse, ja, das Böse ist quasi nur vergiftetes Gutes, sage ich mal, ja. Man will eigentlich immer, also der Mensch strebt nach Mitgefühl, nach Gutes tun, nach glücklich erfüllt sein. Wenn aber unsere verkopfte Gesellschaft mit diesen ganzen Einflüssen, die eigentlich dazu einlädt, dass dieses Unnatürliche überhand nimmt, wenn das zu stark wird, dann fangen die Menschen an, unter Druck das Gute zu verschieben, abzuwandeln, zu abstrahieren. Und dann, ich würde fast sagen, mutiert das Gute. Und die Grundbedürfnisse sind noch die, woraus Gutes erwachsen kann. Aber das wird dann zu Schlechtem, zu Zerstörerischem, zu Selbstzerstörerischem und auch zu zerstörerischen Dingen, die andere negativ beeinflussen und im Endeffekt auch die komplette Gesellschaft negativ beeinflussen. Und ich möchte ein kleines Beispiel nennen, damit man das besser greifen kann. Wir haben momentan in allen Bereichen des Lebens, und das hatten wir auch schon die letzten Jahrzehnte, wie sage ich mal, eine Grundstimmung im Sinne von, wo kämen wir denn dahin, wenn jeder machen würde, was er will?
Und vielleicht würden jetzt einige, die das hören, sagen, ja, das stimmt. Also wo kämen wir denn dahin, wenn jeder einfach nur machen würde, was er will? Aber genau da ist das Problem. Genau da ist das Problem. Wir leben in einer Welt, in der in jedem Bereich die Gleichmacherei überhand nimmt. Das Narrativ ist, wir müssen alles gleich machen, Regeln standardisieren. Jeder muss sich an diese Regeln dann halten. Und wer da ausbricht, dem wird Druck gemacht. Das Problem ist aber nicht der Druck, der denen gemacht wird, die da ausbrechen, sondern die, die da ausbrechen, haben was Tiefgründiges verstanden. Sondern das Problem ist der konstante Druck, der den Menschen gemacht wird, und davon wissen sie oft gar nichts, die da mitmachen. Denn Menschen sind von Natur aus freigeistige Wesen, die eigenverantwortlich handeln wollen und sich selbst verwirklichen wollen. Und wenn sie das nicht können, und davon merken sie oft auch gar nichts, dass sie davon abgeschnitten sind, durch unsere ganze Gesellschaftsstruktur und Medienstruktur, politische Struktur, was auch immer, unser Narrativ, unser Grundweltbild, was über uns schwebt oder über uns installiert wurde auf eine gewisse Art und Weise auch. Und diese Menschen sind einem Dauerdruck ausgesetzt, weil sie gegen ihre Natürlichkeit handeln und leben. Und das merken diese Leute oft nicht. Das heißt, die Leute, die diese Gleichmacherei mitmachen, die leben unter diesem Druck. Und deswegen entsteht in unserer Gesellschaft, ja, so vieles, wo wir sagen, was ist denn da los? Ja, das ist völlig unmenschlich, das ist nicht mit Empathie durchtränkt, das ist narzisstisch. Also wirklich diese schlimmen Dinge, die auch passieren und auch diese Dinge, die nicht von vornherein schlimm sind, sondern die sich so langsam entwickeln. Und das sind alles Dinge, die ihre Ursache darin haben, dass dem Menschen nicht zugestanden wird, einfach mal frei und selbstbestimmt zu leben. Weil wo kämen wir denn hin, wenn jeder das macht, was er will? Ja, dann würde der Druck weggenommen werden. Die Menschen würden auf sich selbst zurückfallen und müssten sich endlich mit sich selbst beschäftigen und könnten nicht auf irgendeine Regel zeigen oder auf ein Narrativ oder auf die Politiker. Ja, die haben es mir aber gesagt. Ja, aber unser Unternehmen hat die und die Vorgaben. Und daran halten wir uns, ja, dieses Gutmenschentum. Man möchte brav sein, man möchte richtig handeln. Aber das hat nichts mit eigener Erfüllung, mit selbstbestimmtem Leben zu tun. Wir kämen nämlich, wenn jeder wirklich auf sich selbst zurückgeworfen wird und gesagt wird, ja, jetzt macht mal. Natürlich würden viele erstmal vom Weg abkommen, weil sie erstmal sich neu ordnen müssten. Das gäbe ein kleines Chaos. Aber nur das bringt uns da raus. Nur das kann diesen Dauerdruck wegnehmen. Und dann könnten die Menschen sich wieder auf sich selbst bestimmen, ja? Ihre eigene Charakter aufbauen, merken, was ist mir wichtig, was kann ich gut, wie möchte ich das tun? Und dann kann das Gute, dieses grundlegende Bedürfnis nach, ich möchte etwas Gutes tun, das wird dann nicht mehr abgelenkt und vielleicht pervertiert in etwas Schlechtes, sondern das wird dann auch für das Gute aus wirklich intrinsischen also aus intrinsischen Interessen, sage ich mal, hört sich komisch an, ja. Also wirklich, da kommt von innen das Bedürfnis, ich möchte das jetzt tun, und dann wird das auch nicht mehr ins Schlechte mutiert so schnell. Das passiert nur, indem eben alles gleich gemacht wird, indem auf jeden ein Deckel drauf gesetzt wird und so wird das gemacht und nicht anders. Das führt uns dazu, dass wir von unserer Eigenverantwortung weggezogen werden und plötzlich uns gar nicht mehr verantwortlich fühlen für das, was man tut. Ganz schnell, wenn was nicht so gut läuft, den anderen die Schuld in die Schuhe schieben und dann auch plötzlich die eigene Ethik und Moral über Bord werfen und dann in das schlechte Tun kommen und das schlechte Tun dann auch gar nicht mehr verwerflich finden teilweise. Und das ist die Perversion, in die uns das jetzige Narrativ hineinführt. Und das ist das Gefährliche. Also diese Sprichwörter, diese Floskeln. Schau, das was aus dir wird. Ich hatte das schon in alten Videos oft gesagt. Und auch diese Floskel. Wo kämen wir denn dahin, wenn jeder tut, was er will? Ja, dann kämen wir in eine erfülltere, glückliche, vielfältige Gesellschaft, in der das Gute wächst und das Schlechte, ja, langsam stirbt. Ja?
Also, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dieses alles regeln, alles gleich machen, alles steuern, dadurch entsteht der Druck, dadurch wird das negative Verhalten gestärkt, dadurch geht die Kreativität verloren, unser Fortschritt, auch geistiger, spiritueller Fortschritt verloren und dann im Endeffekt auch der materielle, weil alles Materielle entsteht aus dem Geist. Ich hoffe, man hat verstanden, worauf ich hinaus wollte und es regt ein bisschen zum Nachdenken an. Ja, so viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.